Wenn auf die halbe Stunde kommt es dann jetzt ja auch nicht mehr an. So, hier wie immer aufpassen, denn hier ist die Treppe. Also wenn, dann würde ich sagen, direkt hier in die Ecke rein. Oder hier außen direkt. Ach, nehmen wir hier außen direkt. F3, das ist minus 69 minus 131. Irgendwie macht das Spaß, hier oben zu bauen, weil es ist auch ein gewisser Risikofaktor halt. Das macht halt den besonderen Reiz auf, nicht jetzt irgendwie ein Gebäude auf die Erde zu stellen, sondern in freie Luft irgendwas zu erschaffen. Und bisher sind wir hier doch ganz gut vorangekommen. So, dort vorne soll jetzt erstmal so ein kleines Wölkchen hinkommen. Ich glaube, wir sind eh noch weit entfernt. 131, das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein Stück nach da. Und mit der 6 und Dings da, 69 sind wir auch noch ein bisschen weit entfernt. Hier kommt jetzt ein richtig flaches Wölkchen hin. Also eher dünn und länglich. So. Eins, zwei. Dann machen wir etwas breiter das Ganze. Dann machen wir hier noch einen hin. Oh, da sind welche flöten gegangen. Fackeln haben wir auch keine, da müssen wir auf jeden Fall noch einmal runter, um uns dann nochmal ein Stack Fackeln zu holen. Auf der Seite ist das Ganze dann nicht ganz so spitz. Hier läuft es eher etwas rundlicher zu. Jetzt wird geguckt, ist die 69, die 131. Wäre genau hier. Das heißt, unser Wölkchen geht jetzt noch so und dann ist Ende. So, hier geht's dann einfach mal so. Ja, da würde ich sagen, das machen wir dann hier genauso. Und hier auch so. Und hier würde ich dann sagen, machen wir noch eine kleine Ausbuchtung hin. Damit das hier nicht ganz so abgeschnitten aussieht. Jetzt muss ich mich auch langsam ein bisschen zurückhalten. Dennoch würde ich sagen, hier kommt ein Bäumchen hin.
Und da kommt ein Bäumchen hin. Hier machen wir dann erstmal weiter. Ziel war die 69. Ach, der Dreck haben wir sogar dabei, den können wir gleich reintun. Hier sind wir bei 77, das heißt, wenn ich dort mindestens drei Felder drumherum haben möchte, 69 plus 73. Da kommen wir nicht gerade weit raus hier. Machen wir noch einen mehr. Zweiundsiebzig, einundsiebzig, siebzig. Es wird halt wirklich nur ein kleines Wölkchen hier. Mehr Wolle haben wir dann auch nicht. Zwei. Wieso sage ich eigentlich immer Wolle dazu? Ich glaube, ihr habt euch inzwischen schon daran gewöhnt, dass ich diesen Logikfehler die ganze Zeit bringe. Schätze ich. So. Bisschen was können wir noch aus den Resten, die wir aufgesammelt haben, reparieren. So. Also das war schon knapp. Also ich habe mich zum Teil schon aufschlagen sehen. So, jetzt brauchen wir noch Fackeln. Brauchen wir für das Häuschen da ein bisschen Baum. Was für Bäume nehmen wir da? Was haben wir denn hier oben schon? Normale Bäume. Fichten nehmen wir mal einen Dschungelbaum. Zwei Dschungelbäumchen, die wir da hinpflanzen. Von den größeren brauchen wir gar nichts probieren. Die würden dann halb abgeschnitten wachsen. Von daher nehmen wir zwei kleinere. Und was ich jetzt auch noch mache, das ist hier ein hin, dort ein hin. Und dort und dort. Ich könnte hier sogar noch so eine Art Eingang modellieren. So. Und dort natürlich dann den passenden Ausgang dazu. Haben wir ganz schön Rohstoffe verbraucht jetzt. So. Mal wenigstens rausgucken kann. Ja, fließt perfekt. Jetzt noch gut ein halbes Deck Fackeln. Und etwas Baumbestand, vielleicht auch Knochenmehl, damit wir es sofort wachsen lassen können. Ich glaube, Dschungelbäume haben wir gar keine mehr. Wir mussten, glaube ich, schon dafür, mussten wir schon farmen. Ja. Das geht aber auch wesentlich. Das war jetzt schon sehr langsam. Ja, ist es gewachsen. Ja, Power sieht mich ja immer in das Lavabecken da reinfallen. Und jedes Mal mache ich ihm Strich durch die Rechnung, indem ich nicht reinfalle. Ach, dann nehmen wir Birken. Zwei Stück. Knochenmehl haben wir hier noch. Hatten wir hier noch? Hatten wir hier noch genug?
1000 Folgen, das muss man sich auch mal vorstellen. Oh, das war wohl unser einer Wasserquerschläger, den wir da hatten. Naja, zum Glück hat er nicht ganz so viel kaputt gemacht. Hätte schlimmer kommen können. 1000 Folgen. Jetzt rechnen wir mal nur eine Viertelstunde pro Folge. Dann hätten wir... Wow. 15.000 Minuten. Über 200 Stunden. Das heißt, man braucht schon fast eine... Haben wir jetzt das... Ach, noch mehr haben wir auch. Fackeln! Scheiße. Das kommt davon, wenn man im Kopf Zahlen zusammenrechnet, während man hier baut. Hier haben wir doch bestimmt noch ein paar drin. Dann machen wir uns halt ein paar. So. Damit komme ich aus. Das sind ja nur die zwei kleinen Wölkchen da, die ich beleuchten muss. Wenn wir irgendwann mal wieder Backe drauf haben, dann bauen wir uns ein Haus aus diesem Pilzzeug. Also diese Riesenpilzdinger da. Dafür hatte ich ja auch Rezepte eingebaut, dass man jede einzelne Ausrichtung davon kriegen kann. Da könnten wir uns daraus mal ein paar Häuser bauen. Also Pilzhaus im Schlümpfe-Style, richtig. Aber erstmal machen wir das jetzt hier fertig. Ich habe gedanklich schon wieder so viele Projekte hier am Laufen. Da kann ich bestimmt noch 1000 weitere Folgen mitfüllen. Und irgendwann bauen wir uns auch mal einen Turm, der bis ganz nach oben geht. Und wenn es von Weitem aussieht wie eine schmale Säule, ist mir das auch egal. So. Da bin ich wieder. So. Das Knochenmehl. Dann kann da eine Fackel dran. Da eine Fackel. Hier eine Fackel. Dort eine und dort eine. Das sollte ausreichend. So, dann nehmen wir nochmal den langen Weg nach unten und dann schauen wir uns wirklich alles mal ganz in Ruhe nochmal an, bevor ich die Aufnahme beende. Es erinnert langsam wirklich so an so eine Wolkenwelt aus Mario 64. Nur, dass die immer ein bisschen bunter sind.